Körperpflege in der Schwangerschaft. Freude für zwei. Herzlich willkommen zum neuen Video. Liebe werdende Mütter, ihr kennt das. Während der Schwangerschaft durchläuft der Körper einer Frau eine beeindruckende Transformation. Neben den offensichtlichen körperlichen Veränderungen, wie dem wachsenden Bauch und den verstärkten Schwangerschaftssymptomen, erfordert auch die Pflege und Fürsorge für den Körper besondere Aufmerksamkeit. In dieser besonderen Zeit ist es wichtig, mit Mitgefühl und Achtsamkeit an die eigenen Bedürfnisse heranzugehen. Körperpflege, sanft und gehaltvoll. Die Haut einer schwangeren Frau kann empfindlicher und trockener sein. Daher ist es wichtig, auf milde, parfümfreie Reinigungsprodukte zu setzen, die die natürliche Schutzbarriere der Haut nicht überfordern. Zusätzlich sollte auf eine ausreichende Feuchtigkeitsversorgung geachtet werden, um die Elastizität der Haut zu erhalten und Dehnungsstreifen vorzubeugen. Vermeiden Sie außerdem zu viel Sonneneinstrahlung und nutzen Sie Sonnenschutz. Kosmetik, Natürlichkeit hat Vorrang. Bei der Auswahl von Kosmetikprodukten ist Vorsicht geboten. Viele herkömmliche Kosmetika enthalten Inhaltsstoffe, die für den werdenden Organismus potenziell schädlich sein können. Stattdessen empfiehlt es sich, auf zertifizierte Naturkosmetik oder sogar selbst hergestellte Produkte zu setzen, die frei von schädlichen Chemikalien sind. Massieren Sie Ihre Haut regelmäßig mit einer nährenden Körperlotion ein. Verwenden Sie Öle oder Cremes, die speziell gegen Dehnungsstreifen entwickelt wurden. Pflege von innen und außen. Neben der äußeren Pflege ist es auch wichtig, von innen für das Wohlbefinden der Haut zu sorgen. Eine ausgewogene und nährstoffreiche Ernährung ist in der Schwangerschaft besonders wichtig. Sie versorgt Sie und Ihr Baby mit allem, was es braucht. Die Ernährung sollte reich an Vitaminen, Mineralstoffen und essentiellen Fettsäuren sein. Diese können die Haut von innen heraus stärken und regenerieren. Wichtige Nährstoffe, die Sie in dieser Zeit zu sich nehmen sollten. Folsäure, wichtig für die Entwicklung des Babys. Eisen, unterstützt die Blutbildung und beugt Müdigkeit vor. Calcium, stärkt Knochen und Zähne. Omega-3, Fettsäuren, fördern die Gehirnentwicklung. Tipps für den Alltag. Essen Sie regelmäßig und abwechslungsreich. Greifen Sie zu vollwertigen, möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln. Trinken Sie ausreichend Wasser, Tee und Saftschorlen. Vermeiden Sie Alkohol, Nikotin und Koffein. Gemeinsam mit dem Arzt können individuelle Ernährungsempfehlungen erarbeitet werden. Auf die Signale des Körpers hören. In dieser besonderen Zeit ist es wichtig, bewusst und achtsam auf die Bedürfnisse des Körpers zu achten. Regelmäßige Pausen, Entspannungsübungen und Momente der Selbstfürsorge können dabei helfen, Stress zu reduzieren und die Verbindung zum eigenen Körper zu stärken. Auch Yoga, Meditation oder leichte Bewegung an der frischen Luft können wertvolle Impulse geben. Auf Ihre Bedürfnisse hören. Achten Sie auf Heißhunger und Übelkeit und passen Sie Ihre Ernährung entsprechend an. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Hebamme, wenn Sie Fragen haben. Genießen Sie die Schwangerschaft und lassen Sie sich nicht stressen. Mineralstoffpower für Sie und Ihr Kind. In dieser besonderen Zeit sind Ihre Bedürfnisse erhöht, sowohl körperlich als auch emotional. Schüsslersalze, auch bekannt als biochemische Mineralstoffe, können Ihnen dabei helfen, die Herausforderungen der Schwangerschaft besser zu meistern. Diese hochwertigen Mineralstoffe unterstützen den Körper in vielfältiger Weise. Sie tragen dazu bei, Mangelerscheinungen vorzubeugen und Ihre Gesundheit sowie die Ihres Babys zu stärken. Wichtig: Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, um herauszufinden, welche Schüsslersalze für Ihre individuellen Bedürfnisse am besten geeignet sind. Lassen Sie sich von dieser natürlichen Hilfe begleiten und entdecken Sie hier Empfehlungen, die für die Zeit der Schwangerschaft ein wertvoller Schatz sein können. Auf Platz 1 sei Nummer 1 Calciumfluoratum D12 zu nennen. Dieses Schüsslersalz gibt dem Körper Elastizität, was vor allem für die Bauchhaut und die Gebärorgane wichtig ist. Ist die Haut nicht elastisch, so kann sie oder der Damm leicht reißen. Diesen Rissen kann man aber vorbeugen, indem man Cremegel Nummer 1 Calciumfluoratum verwendet. Die lokale Anwendung sorgt dafür, dass die Mineralstoffe dorthin gelangen, wo diese benötigt werden. Noch mehr zu den Pflegeprodukten finden Sie in den Infos unter dem Video. Hinweis: Eincremen heißt nicht, dass man einmal schnell drüber schmiert. Eincremen bedeutet, dass man die Haut so lange mit einer mineralstoffreichen Creme versorgt, bis die Haut nichts mehr aufnehmen kann. Zusätzlich können spezielle Massagen oder Ölanwendungen dabei helfen, die Elastizität der Haut zu fördern.
Mit den richtigen Pflegetipps und einer ausgewogenen Ernährung können Sie Ihre Haut und Ihr Wohlbefinden in der Schwangerschaft optimal unterstützen. Hören Sie auf Ihren Körper, seien Sie geduldig mit sich und genießen Sie diese besondere Zeit. Und denken Sie bei all den Empfehlungen daran, es soll eine sanfte Erinnerung sein, den Körper, der neues Leben in sich trägt, zu schätzen und zu pflegen. Alles Gute für Sie und Ihr Baby. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Video gefallen hat. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben und vergessen Sie nicht, dieses Video fleißig zu teilen. Abonnieren Sie diesen Kanal, um weiterhin auf dem Laufenden zu bleiben.